Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Ualdale. Schön, dass ihr zurück seid. Gleich nochmal geprüft, der Falke ist da. Das rote Pferd steht bei der Nelly, so muss es sein. Und unser Otterle. Unser Otterle, dem müsste ich Fisch geben, habt ihr gesagt, gell? Weil der frisst, glaube ich, nur Fisch. Und wenn du Fisch in den Futterdruck machst, fressen wohl auch die anderen Tiere erstmal immer den Fisch auf. Ja. Ach Gott, sind die süß, wie sie sich jetzt bewegt haben. Und den zweiten Otter, den machen wir natürlich jetzt hier mit raus. Huch, der größere Schiss wie der Kerl und das Mädle. So, komm du mal zu deinem Partner hier rüber. Ach Gott, wie schön die laufen. Und wie neugierig. So, und dann kriegst du auch nochmal Fisch. Dann sind die versorgt. Und dann haben ganz viele gesagt, ich habe die Nanny nicht wirklich an, gell? Die ist zwar betriebsbereit, aber sie füttert wohl nicht, weil ich da was reinmachen muss noch. Gives food. Only. Habt ihr gesagt Honig? Habt ihr gesagt, ich muss eher Honig reinmachen? Weil die sollte ja schon füttern, sonst sterben die Tiere. Und hier habe ich auch jede Menge Infos bekommen zum Garten. Da werden wir auch, wenn wir zurück sind von der Tüllerzähmung, heute ein bisschen was probieren. Spätestens morgen in der Folge. Ja, habe ich jetzt alles sehr zeitnah bekommen, weil ich durch den Umzug tatsächlich die Vorproduktion so ein ganz kleines bisschen jetzt eingeschrumpft habe. Wo ist denn der Kühlschrank? Hier. Was wollte ich probieren mit Honig? Ich nehme mal den Honig komplett rüber. Ich nehme unser Kibbel mit und ich nehme unsere Lammkeulen mit. Wir hatten doch Lammkeulen schon vorbereitet, wenn ich es noch richtig weiß, gell? Die da mache ich mir mal hier drauf. Da sind sie. Lammi, Mami. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier... Weil wo sind jetzt meine Moschops-Babys? Die dürften ja theoretisch dann jetzt alle vom Verhungern sein, schon fast, oder? Ne, die haben alle was drin. Die haben alle was drin. Hier ist der Honig. 18 Stunden haltbar. Deaktivieren. Betriebsbereit. Tatsächlich, ne? Also... Wieso so betriebsbereit? Kann das sein, dass das durch das S Plus irgendwie hier trotzdem funktioniert? Weil, sind wir mal ehrlich, die Moschopse, die haben ja alle... Okay. Hat er denn bitte gearbeitet, der Gute? Wahrscheinlich sind sie deswegen nicht verhungert. Ich mach mal den Honig da rein, wie ihr das gesagt habt. Ne? Bitte korrigieren, falls ich die Info falsch umgesetzt habe. Aber ich meine, du musst Honig reinmachen, dass es funktioniert. So, jetzt pass auf. Hier ist soweit alles okay. Wie sieht es bei dir aus? 82% Reifeprozess, 90% Prägung. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Prägt die euch auch? Ja, die sind auch bei 30. Also Leute, geh mal los. Ich meine, zwei Tüller sind heute auf jeden Fall auf dem Plan. Einen haben wir ja schon ausgespäht. Dann schauen wir mal, ob wir den gleich wieder bekommen. Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, durch den Umzug und so, konnte ich nicht in meinem gewohnten Rhythmus arbeiten. Ich weiß im Moment nicht, wo was ist. Wo haben mich das alles abgestellt? Also der Juti nehme ich auf jeden Fall mit. Ach, das Mäusle wartet vorne schon. Ja, sehr schön. Und was mich noch erledigen muss, das habe ich auch bis jetzt vergessen. Wir haben ja jetzt unsere Tiere gestern zurückgeholt und eins steht noch aus. Wir haben noch einen Grabstein, den wir machen müssen für unsere Daisy, für unsere Lieblingsfledermaus. Den würde ich tatsächlich jetzt auch noch machen wollen. Ich weiß aber noch nicht, wo der Friedhof dann hinkommt. Ne? Aber. Ein Grabstein. Im Moment, das können wir ja dann. Wir können ja den Friedhof dann auch umbauen, wenn es drauf ankommt. Die stehen auch noch da, ne? So, pass auf. Wo ist der? Hier. Hier, damit wir uns immer an sie erinnern. Ich habe auch nicht vor, noch mehr Grabsteine zu bauen. Schildtext festlegen. Daisy war es, gell? Wir haben es denn geschrieben gehabt, so? Ich glaube so. In stillem Gedenken an unsere Daisy. So, wie war das wieder, hast du gesagt? Ah, die grüne Schrift geht nur weg. Wenn man weit genug wegsteht, löst sie sich auf, ne? Aber wenn man jetzt nah hingeht, ist sie wieder da. Dann ist sie auch okay, oder? Finde ich okay. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt einsam. Also Leute, schauen wir noch mal kurz rein. Richten wir uns her, dann ist es nachher eine schnelle Tour, den Tüller zu holen.
Wir gehen jetzt Tüller zähmen. Zum Schießen brauche ich auf jeden Fall dann die Waffe. Das ist klar. Wir haben 190 Schuss, das müsste reichen. Wir haben 6 Kippel, da weiß ich nicht, ob es für 2 reicht, aber zweitbestes Food sind die Lammkeulen, die haben wir ebenfalls. Dann haben wir den Yuti dabei, der uns ein ganz, ganz bisschen beschützen wird, wenn es drauf ankäme. Wir haben den Netzwerfer dabei, ich mache das mal so rum. Netzwerfer, also wir fliegen hin, Netzwerfer, Tüller liegt auf dem Boden. Und wir schnappen uns dann die hier zum Bauen, sowie die 2 Türen. Zack, zack, ist er eingebaut, dann schieße ich ihn hier vorne mit dem, dann füttern wir ihn und dann nehmen wir ihn mit, Bälle haben wir auch dabei. So würde ich sagen, könnte das eventuell heute hinhauen. So, mein Alterle. Ja, mal gucken, ob der Vogel, sag ich schon, die Fledermaus noch kann. Ja, die kann noch. So. Dann einmal ganz kurz hier runter ins Wasser. Oh, und jetzt kommt's wieder. Ich kann es dann auch nicht liegen lassen. Ich bring's kurz weg. Komm, aber ich flieg. Also mein Ziel heute sind jetzt tatsächlich einfach 2 Tüllers zu zähmen. Morgen, wenn das klappt, möchte ich das Baby vom Otter und von unserem Höhlentier. Wir werden wahrscheinlich den Yuti hier rausbringen und dann machen wir da vorne mal den Eingang ordentlich, dass ein großer Rex auch wieder rauskommt. Plus die Wasserversorgung. Da kamen auch einige Hinweise, wie wir das gut hinkriegen werden. Probieren wir dann ebenfalls morgen aus. Und dann schauen wir mal. Es wird uns mit Sicherheit immer wieder was einfallen. Und natürlich müssen wir die Rexe und die Megatherien nochmal neu ordnen, damit da auch entsprechend der Nachwuchs dann funktioniert, so wie es will. Ne? So. Wie machen wir es denn? Ich fliege, glaube ich, von hier geschwind los, oder? Wir müssen eh in den Redwood. Könnte mich jetzt auch rüberporten. Aber da müsste ich jetzt nochmal kurz wieder nachgucken, welcher Punkt das war. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich an der Bergspitze unter meinem kleinen Finger auf der Map. Von da aus fliegen wir dann rüber zum Spot. Ich hole euch ein bisschen früher mit rein. Ich bin noch nicht ganz da, aber mir ist gerade das erste Mal aufgefallen, dass man den Redwood tatsächlich schon von hier sieht. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Außerdem liebe ich das hier, über die Landen zu fliegen. Ist eine schöne Map. Sollten wir zusammen genießen, so oft wie wir können. Vorgehensweise ist klar. Wir gucken, ob der 150er noch da ist. Netzen, einkästeln. Wir gucken mal, dass wir heute eine gescheite 10-Box hinkriegen. Versprechen kann ich allerdings nichts. Und dann müssen wir natürlich noch einen zweiten erscouten. Ne? Wir brauchen ja noch einen zweiten. Jetzt so langsam fällt es mir auf, ich schaue schon gar nicht mehr nach Spinosauriern. Weil ich mich jetzt einfach damit abgefunden habe, auch, dass wir die Rex-Armee aufbauen. Ne? Warum kommt mir der Gedanke? Weil ich gerade links hinten den Wasserfall gesehen habe, wie der in den See mündet. Und dann ist mir so im inneren Auge ein kleiner Spino aufgeploppt. Ja, dafür müsste man halt jetzt wirklich dann so einen Dino-Destroyer machen. Dann spawnt bestimmt einer nach. Aber ist es dann auch gerade der, den wir brauchen, weißt du? Oh. Der sieht aber auch wüst bös aus hier. Ein 156er Tech-Rex Metal. Stimmt ja, Techs konnten auch ein höheres Level haben, gell? Wenn du was Hohes bist, hole ich dich morgen. 25er. Im kurzen Moment dachte ich, es wäre ein Agi. In einer absolut pastelligen Farbe. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so verrückt auf die Tech-Tiere. Zumindest nicht in dieser Staffel. Gibt Staffeln, da liebe ich's. Aber im Moment bin ich absolut anti-Tech. Außer mein Tech-Teleporter. Ja, lass mal hier durchfliegen. Stimmt ja, die konnten ein höheres Level haben. Hast du ein Horn? Siehst du ein bisschen aus wie ein Zebra? Leg mir am Arsch! Aber erst, wenn's schmatzt! Guck mal, ich weiß immer, kurz mit dem Tier irgendwie ein bisschen interagieren wollen, dann pupst er da in die Cam. Gallimimus, der Mensch. Erinnere ich mich immer an diese eine Staffel, wo wir Jurassic World Evolution gespielt haben. Wo wir praktisch mit diesen Gallimimussen so eine Herde nachgeformt haben. Hießen die da auch Gallimimus? Die sahen nur so aus, gell? Die hießen da irgendwie nochmal ein bisschen anders, glaube ich. Oh, da hinten haben wir auch was Hübsches. Oh, da haben wir auch was Hübsches, ich wette. 20er.
Zum Glück brauchen wir die nicht mehr. Haben wir ja schon welche. Ich muss die nur mal irgendwann an die Base holen. Schöne Pferde gibt's schon, gell? Ja, ich weiß. Wir bleiben jetzt hier am Ball. Wir bleiben jetzt am Ball. Wir wissen, was wir wollen. Uns kann doch nichts durcheinander bringen. Außer Ark. So, jetzt pass auf. Welcher See war der Oddersee? Das war da. Das war nicht dieser, das war der Odder. Ja, richtig, wir müssen ja noch Stückle in den Wald rein. Dann machen wir das doch mal eben. Dann machen wir das doch mal eben. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, wenn diese eine Höhle Wasseranteil hat. Megalodon, würde ich sagen. Allerdings muss ich da ganz ehrlich gestehen, bin ich jetzt schon so ein bisschen drauf fokussiert, dass wir die Tiere alle geprägt haben, die wir draußen mit rumschleifen. Weil es einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist dann. Man muss auch nicht ständig Force feeden, ne? So, wenn er jetzt. Werden wir mal gucken kurz, ob man hier. Ob wir hier vielleicht schon einen sehen, das weißt du ja nicht, ne? Wobei ich gucke lieber hier, ob ich nochmal einen Rex finde. Boah, da hinten die Stegos, die haben auch eine Traumi-Farbe. Die beiden zusammen. Hinten Transphiomia auch. Nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, lass mich nochmal auf die Map schauen, Digga. Ja, hier musst du durch. Im Idealfall ohne Micro-Raptors. Bär. Ein Hunderter. Ey, das hat so was Druidisches hier. Ich finde den Wald wunderschön. Und auch wie die Tierspawns bisher waren, hat mir richtig gut gefallen. So ein vereinzelter Bär auf der Lichtung und so, schon richtig toll. So, Mäusle. Das war der See, ne? Wir müssen halt gucken, da gibt es ja ruckzuck Reis. Haben wir nochmal einen Schlafsack jetzt eigentlich? Habe ich den hier eingesammelt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Eher nicht, ne? Doch, da liegt er. Ich nehme mit. Ich nehme mit, wir gucken uns lieber da oben. So, von hier aus. Was dann? War es hier oder war es weiter? Ne, es müsste hier gewesen sein irgendwo. Es war an dieser Burg dran, ne? Ich glaube, du fliegst schon an der Stelle, wo er sein könnte. Hier ist der Eingang zur Burg. Jetzt habe ich vergessen, wo der war. Ich meine, der war auf der anderen Seite drüben. Kann mich jetzt aber auch täuschen, aber wir haben ja ein bisschen Zeit mitgenommen. Das heißt, es muss jetzt nicht gleich auf Anhieb. Ich meine aber, das war vom See ein Stück weiter weg. Ja, das war, glaube ich, da drüben. Hier denke ich die ganze Zeit, aber das wäre ja direkt am See gewesen. Da ist Schnee, da war es auf keinen Fall. Es war um den Burgrand rum, ne? Da gibt es hier noch eine zweite Burg. Ich meine, das war hier, aber dann ist er jetzt weg, ne? Ich kann natürlich unser Dingsle da aufrufen. Wir gucken mal, ob er hier angezeigt wird, dann wissen wir es. Nee, dann war es auch nicht hier. Wir fliegen mal um. Da ist was anderes. Wenn nicht, gucke ich gleich nochmal nach. Ich will nur wissen, was haben wir hier? Okay, ja, jetzt haben wir den Falke dabei. Dann glaube ich, ist das, oder? Da vorne war es, glaube ich.
Haben wir noch Energie? Wie ich immer versuche, mit der Space-Taste Aufwind zu bekommen, aber das geht ja mit ihm hier nicht. Ich meine, hier war es. Die Frage ist halt, ob das Viech hier noch da ist. Ja, da ist er. Und jetzt kommt er hier gleich runtergestoßen. Das ist er, ne, die Hübsche. Ja, die wollen wir. Wo ist der jetzt? Da vorne. So, nix. Natürlich erstmal ohne zu gucken. Oje, ich hält. Ich hab's wieder geschafft, dass ich nicht sicher bin, ob sie drin ist. Wie sind die Ränder? Wie habe ich die ab? Oh, die habe ich arg eng gebaut. Könnte aber zum Durchschießen noch hinhauen. Also rauskommt sie hinten nicht. Unser Problem wird eher sein, dass ich sie nicht richtig schießen kann hier, ne? Jetzt lassen wir sie mal wach werden. Kannst du mir den Busch hier kurz wegmachen? Danke. Gott, wie eng habe ich das gesetzt heute. Du musst halt aufpassen, Microraptors hier durchaus möglich, ne? Wenn sie jetzt nämlich in den hinteren Bereich geht. Ne, sie ist drin. Ich bleibe am besten. Also, schieß mal los. Auf geht's. Wir gucken natürlich, dass wir sie bestmöglich gezähmt kriegen. Oh ja, wenn sie hier bleibt, ist gut. Ich mach mal 10 Schuss und dann gucken wir. Die hat ja nicht so viel Torpor wie jetzt zum Beispiel Beauty, ne? Schuss Nummer 4. Ich lasse immer ein bisschen Abstand wieder, dass wir den Torpor-Zyklus richtig schön nutzen. Jetzt habe ich noch nicht gezählt, aber irgendwo bei 6 sind wir, glaube ich. Ah, da freue ich mich drauf, wenn wir das geprägte Baby haben und in die Höhle gehen dann. Ja, Megalodon müssen wir halt auch gucken, Männchen, Weibchen, und das Baby daraus wird dann unser Mitnehmtier. So, mit Pringsel, ich weiß, also noch ein Schuss, dann gucken wir mal, wie wir im Torpor stehen, ja? Ich lag ganz nah, dann kann ich direkt weiterschießen gleich. Ja, guck mal, Hälfte haben wir schon, über Hälfte. Ich schieße 5 Mal und dann gucke ich wieder. Ich überlege gerade, hätten wir den auch machen können? Also ich netze ihn ein und schieße drauf, aber eine Minute ist gleich rum, ne? Hätte man nachnetzen müssen dann. Das wäre aber wahrscheinlich auch gegangen. Und da ist die Frage, ist das zweite Netz so stark wie das erste? Oder gibt es da diese abnehmende Wirkung? So, wir gucken nochmal. Ja, 2 Schuss. Und dann wieder langsam. Nicht, dass sie dann nochmal drauf. Und jetzt nach dem Nachladen gucken. Nochmal grob einschätzen. Nimmt ab, ich schieße. Wir haben den. Da haben wir schon mal keine Effektivität verloren, richtig? Scheiße. Ich hab's noch gelesen gerade. Also am besten kriegt der Kibbel und als zweitbestes die Lammkeule, ne? Ich bin gespannt. Ich baue die Box schon mal weg. Jetzt haben wir wahrscheinlich keine zweite Tür mehr. Das heißt, ich muss beim nächsten. Nee, nee, mach das nicht. Nee, mach's nicht. Rutschen auf. Ja, jetzt habe ich. Doch, ich habe Türen genug. Ich hab mehr Türen dabei gehabt als. Guck mal. Ne, 5 und 3. Ich habe eine Tür mehr dabei gehabt. 2 Türen mehr dabei gehabt. Gott, ist das ein schönes Tier. Oh, aber ist der Mendel, du Held, ne? Ich die ganze Zeit. Das ist, ich wollte vorhin schon sagen, das ist die Mama vom Ding. Ist es aber nicht. So, weißt du, was wir machen? Wir wählen den hier an.
Warte mal, bis das erste Mal gegessen hat. Und dann suchen wir den zweiten gleich. Ich warte mal, der muss jetzt einmal futtern. Wir haben jetzt das beste 10 Futter drin. Und das müsste normal zählen, ne? 36. Ich bin gespannt. Dann suchen wir dir ein schönes Weibchen. Gott, und das Fell auch und so, gell? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Als wir das letzte Mal diese vielen Tüllers hatten, das war ja nicht umsonst. Genau deswegen hatten wir sie, weil sie wirklich schön sind. Und genial zum Spielen, ne? So, komm, ess einmal, dass ich weiß. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass wir die Hälfte vom 10-Fortschritt gleich kriegen beim Kibbel, oder? Ja. Hallo? Bei 70, denke ich mal. Dann müsste das hier auf 5 runtergehen. Nee, ich wartete. Die Zeit nehmen wir uns. Dann bei 80 wahrscheinlich, ne? 4900 hat sie in Wildform. Und Nahkampfschaden sieht mir recht wenig aus. Jetzt hat sie gefuttert. Nee. Hast du gegessen? Müsste er runterhungern auf 100 Punkte? Also 100 Punkte. Weil normalerweise wäre ja kein 10-Fortschritt unten dran stehen, ne? Wenn der nicht. Okay, Alter, das hätte ich nicht gedacht. Ein Kibbel nur. Oh nee, der hat gleich 4 gefuttert, Leute. Das heißt, den nächsten 10 war dann nicht auf 100-prozentig, ne? Oder hat er jetzt gerade mit Kibbel sich vollgestopft? So schnell habe ich noch nie mein Zeug rausgehabt aus dem Tier. Ja, super. Dann kann man gleich einpacken. Lass mal deine Statuswerte jetzt angucken. 6500 Leben, 351 Schaden. Jetzt sieht es schon viel besser aus wie vorher. Jo, eine 42 auf Gesundheit. Leute, das ist doch cool, oder? Wenn wir jetzt ein Tier finden mit so einem hohen Wert auf Schaden. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das jetzt als guten Gesundheitswert einschätzt, aber ich nehme an, über 40, ne? Das gilt dann wohl bei allen Tieren, oder? Ja. So, das hat funktioniert. Ich habe nur eine Tür kaputt gemacht. Tüller Nummer 2. Weibchen brauchen wir jetzt, ja? So, ich guck mal, ob hier was in der Nähe sein soll. Nee. Megatherium haben wir 135. Nein, 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 wir lassen uns nicht ablenken. Wir gucken jetzt einfach mal weiter. Ich würde mal sagen, sag mal, habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass die Microraptors bisher alle nur auf dem Boden sind? Ich meine immer, die holen mich aus der Luft raus. Ich verwechsel da bestimmt tierisch was, gell? Die sind vielleicht gar nicht so übel, wie ich denke. Ja, 2 Peterlen. Ja, wir fliegen jetzt einfach hier rum, wir finden schon was. Oh, ich glaube, wir haben da einen richtig coolen Gesundheitsbasiswert dann. Den müssen wir natürlich aufs Baby bringen. Das heißt, wir brauchen den besten Angriffswert, den wir kriegen können, wenn wir jetzt ein Weibchen haben. Und ich will diesen Gesundheitswert, wenn nicht das nächste Tier den sogar noch toppen würde, was ich nicht glaube. Was haben wir da unten, Falke? Ein Tüller wird es nicht sein. Ich weiß, ich fliege jetzt hier rein, so. Und dann hole ich unser Apparätle wieder. Ja, Typ. Au. Was hatten wir für eins? Wir hatten einen normalen Tüller. Ein Erdtüller-Koleo gibt's auch. Aber die waren alle drei jetzt gerade klein. Oder müssen wir aufpassen, sonst gehe ich nämlich heim und kann die gar nicht verpaaren, wenn ich zwei unterschiedliche habe, ne? Erdtüker-Lokaloko-Leo. Tyakoleo, jetzt habe ich schon raus, wie man es spricht. Tylakalakoleo, was haben wir da unten? Für ein Predator. Oh, Pulovia, die Säcke. Ganz üble Geschichte, finde ich die. Nee, finde ich ja ganz übel. Oh, schön ist der See hier. Ist das eine nette Stelle, guck mal. Und hier das kaputte Brückchen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Das ist ja richtig toll. Schön hier. Ey, da gibt's Erdtüker-Lokaleo.
Ja, ich sag dir das, ich kann es aber wirklich nur bei jedem zweiten Mal richtig sagen. Tylakoleo. Morwingle, was machst denn du da? Ich hab Startschwierigkeiten, das ist nicht sehr. Wenn wir jetzt natürlich ein hohes R-Tier finden und uns die Schönheit aus dem Sattel rupft, kannst du davon ausgehen, das ist ja mein verhasster Feind. Ne, ist ein Archaeopteryx. Alles, was fliegt und klein ist, kriegt von mir erstmal hier so eine Note verpasst. Achtung, der will dir ans Messer. Er an der Gerade. So, Tylakoleo. Es sind zwei R-Tiere hier in der Nähe, aber kleine. Ich nehme an, da unten habe ich gerade eins mal erspäht. Ja. Okay, wie sieht so ein R aus? Ah, die haben halt natürlich krasse Farben. Der hat eine schöne Farbe. Oh, bo. Mäuse? Ah, ich hab's Ding einfach so nah dran. Erschreckt mir noch, weil. Okay, das sind die 220er hier im Gebiet. Wie wahrscheinlich ist es, dass da eins runtergeglitscht ist? Wir gehen mal eh runter. Ich muss kurz. Fiomia, Stegos. Auch schön, der Baum da drüben. Jetzt ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt ein hohes R-Tier finden, kann es gut sein, dass alles, was ich geplant habe, nochmal durcheinander kommt. Weil die haben ja echt eine schöne Farbe. So, wir fliegen weiter. Natürlich kann es sein, dass da eins ins Wasser reingestürzt ist. Warum denn noch nicht? So, Maschine raus. Zeit zum Scouten. Ichtis. Wir sind im Wasser. Ichtile brauchen wir keins jetzt im Moment. Ne, wir gehen wieder rein. Wir müssen wieder rein in den Wald, richtig. Können ja auch mal ein paar Minuten. Ich meine, ich sehe schon, worauf es rausläuft. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach morgen erst heimkommen. Was ich persönlich jetzt nicht so tragisch finde. Du hast aber ausgestochen. Megatherium. Wichtig wäre jetzt eins zu finden, ne? Im Idealfall halt einfach ein normales ohne R. Ich glaube, der Spot, an dem wir da waren, der war schon nicht schlecht, ne? So, Energie habe ich noch. Wir gucken mal, was unsere Maschine sagt. Tropignatus, Parasitorium, Marketerium. Scheinbar nicht. Wir müssen bestimmt mitten in Redwood, ne? Das wird nicht reichen, dass wir... Einfach nur hier am Rand, da ist wieder ein Dire Bear. Dödi. Weiter geht's. Jo, dann nehmen wir uns jetzt die Zeit zum Scouten. Irgendwas wird sich schon auftun. Zur Not gehen wir halt runter vom Level. Wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass die Werte durchaus auch auf kleinen Tieren cooler sein können wie auf hochleveligen. Muss dann mit dem Prägen und Zähmen irgendwie wettmachen, ne? So, gesehen habe ich nichts, was aber nicht heißt, dass mein Abaretle nicht sagt, hier ist doch was. Paar. Ist es der Archaeopteryx, der da gerade runtergleitet? Ja. Wie sie halt mal aussehen, als ob sie dir ins Messer ihren Kragen. Was habe ich denn heute mit dem Messer? Die wollen mir ins Messer. Was ist denn das heute? Das gibt's gar nicht so, das Sprichwörtle. Tylas, wo seid ihr? Ich hab da noch eine Idee. Tyla, Tyla, komm zu mir. Oh yeah, Baby. Kennt ihr das auch, wenn ihr eine Weile rum scouten seid? Was ist denn hier passiert? Dass ihr dann irgendwann, wenn ihr nicht gleich was findet, anfangt zu singen und zu pfeifen. Komm, wir fliegen mal mitten rein jetzt hier in den Wald. Hier bis zur Burg durch. Ich würde sagen, ab hier schmeißen wir die Maschine mal wieder an. Hast du die Maschine nochmal drauf? Vielleicht in der Burg? Ey, vielleicht in der Burg. Sabers gibt es hier offensichtlich jede Menge. Komm, ich habe nur diese Burg. Ich weiß nicht, das sitzt so tief, dass ich mal gestorben bin hier.
im Stream, dass ich mich gar nicht so wirklich. Dabei kann da auch was anderes spawnen, ne? Es muss nicht immer dieses Simples da sein. Aber jetzt zum Beispiel sehe ich hier eher Agentabisse. Nö. Ja, und wenn wir keinen finden, wäre durchaus auch noch eine Möglichkeit. Jetzt fliegen wir mal da rein, aber ich muss kurz. Geh mal du hier runter, ich will mich da oben kurz aufladen, danke. Kano. Was macht der Maschine? Was sagt er? Hallo? Zwanziger, 15. Jetzt sind wir wieder bei der Mannschaft von vorne. Ne? Das heißt, wir bleiben jetzt aber hier mal auf Kurs. Und gucken mal weiter rein. Kano. Terrorbirds. Ich rufe die Maschine. 15er, 20er. Ich will die jetzt bloß nicht wegschnetzeln, weil ich gerade mal wieder Tier suche. Im schlimmsten Fall können die auch im Schnee in der Schneeecke sein vom Redwood. Bestimmt, oder? Ist da drüben nicht gerade eins gelaufen? Oder ist es ein Wolfsruhe? Ist ein Wolfsrudel, ne? Rudel, aber das heißt nichts. Nashörner. Nashörner müssen wir uns auch holen. Ich habe in den Comics gelesen, hat einer geschrieben, es gibt nichts, was sich so schön freut über ein Level habe wie ein Nashorn. Wir müssen unbedingt. Und ich weiß auch, das ist eine, wenn ihr euch erinnert, bei uns am Ausläufer vom Fluss, da ist doch ein Nashorn, das immer da war. Wenn das noch da ist, holen wir uns das und gucken auch mal, wie sich die freuen. Ich muss noch mal kurz reinschauen. 20er, 50er. Ich glaube, der 50er ist neu. Wo ist denn der? Vorne irgendwo. Also geht's hier doch. Also spawnen sie auch im Schnee. Morwing an uns vorbeigeglitten. Ich nehme an, der da gerade jagt. Das wird das sein, denn die hier. Das ist der 50er. Okay, aber das heißt, hier können durchaus auch noch welche sein. Dann sind wir noch lange nicht fertig mit Scouten. Wirklicherweise ziehe ich euch jetzt gleich mit rüber in die nächste Folge. Und dann scouten wir da morgen nochmal ein Stückle weiter. Ja, so machen wir das auch. Wir müssen nichts übers Knie brechen. Tür. Ja, ist jetzt nur der 50er. Die Frage ist halt, wie weit gehen wir runter mit dem Gucken, weißt du? Komm, wir gehen runter und fliegen von hinten nochmal eine Schleife nach oben. Wird schon irgendwie was werden. Hier ist nämlich wunderschön, auch mit diesen Bäumen zwischendrin, mit den anderen Farben. Ja, die können ja locker hier unten sein. Redwood ist Redwood, finde ich. Was haben wir hier? Da läuft ein Mensch. Ich drehe mich. Ah nee, richtig, ich erinnere mich. Und da haben wir wieder ein Alpha. Ein paar Alphas haben wir jetzt schon gesehen. Ich dachte gerade, da läuft jemand. Für einen Moment habe ich gar nicht mehr an die Menschenaffentypen gedacht. So, ich setze mich hier kurz hin, hole Energie. Ruf nochmal meinen. Schöner Hirsch. Wir rufen nochmal die Maschine auf. Ja, das ist aber okay. Ich meine, wenn du immer alles gleich findest, ich habe ja schon oft auch Glück mit den Tieren. Da lande ich, finde eins, guck drauf und es hat ein hohes Level. Ne? Aber ihr seht, das ist bei mir auch nicht immer das Glück. Weil da manche schon gesagt haben, du hast ja immer so Glück. Auch ich habe diese Phasen und ich habe auch schon ganz, ganz viel Scout-Runden in den Staffeln, in den alten zum Beispiel drin gehabt, wo ich ewig gesucht habe. Weil ich bin dann schon so, ich kann da auch ewig gucken. Wenn ich dann irgendwie mir was in den Kopf gesetzt habe, dann gebe ich mich ja auch nicht zufrieden, dann nehme ich jetzt irgendwas dann, weißt du. Dann nimmst du dir ein bisschen Zeit und guckst, das mache ich dann schon auch. Hier, die sehen nichts, das sind Möwen aber, gell. Ich glaube, wir müssen wieder hoch, Leute. Also komm, Countdown, machen wir noch 2 Minuten und dann gucken wir morgen die restliche Hälfte vom Redwood durch. Und irgendwo wird einer auftauchen. Können bloß nicht alle mischen, das geht nicht, ne?
So, ich gebe mal ein. Nee, ich glaube, auf der Seite haben wir jetzt nicht so viel Glück. Fliegen wir mal hier weiter. Und das Tool, muss ich sagen, das ist schon eine Stütze. Ich frage mich nur, wo die Microraptors hier spawnen in dem Wald, weil... Nee, oder? Das wäre wieder so eine typische Geschichte mit Ansage. Da ist denn die Morphodon? Hier sieht es wieder so aus, als ob ein Tüller irgendwo sein könnte. Ich gehe mal Maschine. Vielleicht haben wir aber auch wirklich ein 130er, aber Männle wieder. Möglicherweise ist aber nicht nur oben 130er Männle. Möglicherweise ist nur Weible um die Ecke mit ähnlichen Werten. Der hier ist es, Leute. Boah, der hat sogar rot. Der hat sogar rot mit drin, aber ich bräuchte eigentlich ein Weible. Nicht nur eigentlich, ich brauche ein Weible. Wenn das jetzt ein R gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir zähmen den, dass wir schon mal von beiden eine Männle haben. Ist der hier wirklich alleine? Ich setze mich mal hier drüber. Drüben sehe ich ein Biertier. 55er Weibchen. Guck mal, noch ein 150er Männle. Hier haben wir nochmal einen Spot. Aber das Weibchen hatte nur Level 50. Wenn ich die jetzt hier oben wegmache, mit dem Juti einmal die Ecke sauber mache und warte, bis Respawn kommt. Schwierig. Schwierig, schwierig. Also komm, wir machen morgen weiter. Guck mal hier, 15, 20, 55. Ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Ecke, wo die Tyras. Ja, ist schwierig. Wenn wir Pech haben, sind das die drei höchsten Tiere. Und das waren alles drei Männle, ne? Geben wir uns morgen nochmal eine Chance, ja? Ja, diese Männle halt. Nochmal zur Sicherheit, dass ich jetzt nicht wieder einen Fehler mache. Wir haben Männle gezähmt, gell? Ja, haben wir. Also Leute, morgens kauten wir nochmal eine Runde hier durch. Eventuell machen wir ja doch den einen oder anderen mit weg. Hier gegen Baum geknallt, könnte ich sein. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht gucke ich aber mal, ob es nicht noch irgendwo anders einen Spawnpunkt gibt. Also im Redwood. Ja, sehen wir mal. Ich bringe euch morgen die Infos dann mit. 20er, 50er Männle. Wie ich nicht aufhören kann. Aber ja. Besser so, als wenn ich die Schnauze voll hätte, finde ich. Macht ja Laune wie Sau. 20er. Wir sind aktuell hier. Ja, Leute. Also, dann muss morgen nochmal das Glück in morgen kommen. Wir dann den ein oder anderen Schnitt mit einflechten. Und dann hoffen wir halt einfach, dass wir morgen Glück haben. Hier würde ich kurz die Maus mal absetzen. Noch einmal geguckt. Nee. Also, einen haben wir ja schon. Die Otter haben wir auch schon erledigt. Es geht jetzt nur noch darum, ein Weibchen zu finden. Werden wir schon irgendwie. Ah, guck mal hier. Wir müssen auch die Flüsse abschwimmen. Da kann nämlich gut sein, dass da mal welche runter sind lassen. Aber hier dürfte jetzt nichts sein, oder? Im Moment nicht. So, Leute. Dann mache ich hier mal Rast und hole ich morgen rein und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht gucke ich auch vor der Folge schon ein bisschen, so dass wir das irgendwie morgen hinbekommen. Ja? Freue ich mich auf euch. Bis dann.